Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen und wie ihr seht, ist es nur mit Punkten und mit Strichen und eben dann den Farbverlauf im Hintergrund. Ja, es hat mir recht Spaß gemacht, es zu malen und es ist ein Papier, das kann man hier auch ablösen. Wie ihr seht, das ist perforiert und es ist recht gut, es ist 300 Gramm schwer. Und das reicht vollkommen. Also 300 Gramm sind richtig, richtig klasse. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen und beim, ja, Kreativsein. Alles klar, über einen Daumen hoch, ein Abo oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich immer ganz sehr. Also, auf los geht's los! Der Rahmen ist wie immer geklebt und diesmal habe ich auch noch ein Papier darunter gelegt und es noch mit festgeklebt. Hier habe ich jetzt das Papier nass gemacht und schon geht es mit der Farbe los. Nehmt einfach die Farbe, die euch gefällt und kleckst einfach mal da drauf rum, ohne viel nachzudenken. Einfach machen. Das läuft so wunderbar ineinander. Genießt den Augenblick, das ist für mich immer so fast das Schönste am Malen, wenn die Farben so ineinander laufen und ich dann so die eine oder andere Stelle wieder dunkler mache. So, die Farbe ist sehr, sehr gut getrocknet und jetzt kommt mein Gelstift wieder zum Zug. Ich umrande jetzt die ganz dunklen Stellen. Mir wurde das dann doch zu dunkel. Wegnehmen wollte ich aber auch nichts mehr. Naja, ich nehme es halt, wie es ist oder wie es kommt und mache dann draus, was mir einfach gefällt. Ja. Und hier umrande ich eben jetzt die dunklen Stellen, grenzt es von den ganzen anderen Farben etwas ab und mal mir dann Kreise rein. So mit dem weißen Gelstift helle ich das Ganze so wieder auf und das ganze Bild wird wieder freundlicher und heller. Die weißen Kreise sind fertig. Jetzt nehme ich den schwarzen wasserfesten Feinliner und male jetzt innen nochmal einen Kringel hinein, also rundherum. Und da wird es zwar wieder dunkler, aber durch den weißen Kreis hat es so ein, ja, ich fast einen 3D-Effekt. Also mir gefällt es sehr gut. Vielleicht mögt ihr das auch mal ausprobieren. So, der erste Teil ist fertig und jetzt lege ich mir mein Geodreieck an. Diesmal nicht freihändig, weil ich es relativ akkurat haben will, die Striche. Und ich lege mir das so an, wie mir wieder mal gefällt und auch mit den Farben. Ihr seht, hier nehme ich jetzt einen Rosé Gelstift und der macht sich da recht gut. Also ich nehme eigentlich immer dann die Farben, die so im Hintergrund auch drin sind, dann harmoniert es am besten.
So, jetzt sind meine Striche auch fertig und jetzt nehme ich den blauen Gelstift und umrande mir die übrig gebliebenen Stellen nochmal. Hinterher umrande ich diese Stellen noch einmal mit Weiß. Und so ergibt das Ganze noch etwas mehr Tiefe. Und schon ist das Bild fertig. Viel Spaß beim Ansehen von den Details und bis zum nächsten Mal. Tschüss!